Modul 3, Aufgabe 2. Na, auch auf der Party? Dumme Frage. Wäre ich sonst hier? Oh, geht das schon wieder los? Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie was Ansteckendes? Nein, aber wenn Sie meine Rückenschmerzen hätten, hätten Sie sich längst krank schreiben lassen. Ganz sicher nicht. Ich würde halt mal zu einem Spezialisten gehen. Na, Sie müssen ja Geld haben. Na, auch gerade nass geworden? Nö, bin mit dem Taxi gekommen. Halt, Schluss damit. Das ist doch nicht zum Aushalten. So funktioniert Smalltalk natürlich nicht. Smalltalk ist doch ein besonderer Gesprächstyp. Es werden zwar nur unbedeutende, allgemeine Themen angesprochen, aber dennoch braucht man ein bestimmtes Maß an Harmonie eine positive Einstellung dazu. Schließlich geht es dabei um ein gegenseitiges Beschnuppern, um das Aufnehmen eines Kontaktes zwischen zwei oder mehreren Menschen. Frau Dr. Witter, Sie sind Linguistin an der Freien Universität Berlin und erforschen seit Jahren den Smalltalk. Danke, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Gerne, danke für die Einladung. Frau Dr. Witter, was sind Ihre Erfahrungen mit Smalltalk? Egal ob im Flugzeug, im Wartezimmer, beim Arzt, auf einer Party, in Fahrstühlen, auf Empfängen oder einfach in der Kneipe nebenan. Jeder neue Kontakt beginnt mit einem Smalltalk. Und neue Kontakte sind für jeden Menschen, nicht nur im Geschäftsleben, die Basis für den eigenen Erfolg. Bei jeder Kurzplauderei bauen wir unser eigenes Netzwerk aus. Aber bei weitem nicht alle Menschen lieben diese Art des Gesprächseinstiegs. Stimmt. Es ist schon verwunderlich, dass viele Menschen beim Stichwort Smalltalk die Augen verdrehen. Viele empfinden es nämlich als peinlich, so belanglos und oberflächlich zu reden. Sie lehnen es ab, ein vermeintlich nichtssagendes Gespräch zu beginnen. Smalltalk ist für sie einfach leeres Geschwätz. Dabei muss es das gar nicht sein. Es kommt immer auf die Wahl des Themas, und die Geschicklichkeit des Sprechers an. Vielen Menschen fehlt es oft an beidem.